Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Karma Projekt Bubble. Jo. Ja, letzte Folge habe ich endlich meinen Steingenerator in Bewegung gesetzt und wir kriegen jetzt hier massenhaft keinen Stein rein. Wieso das? Okay. Irgendwas geht hier falsch. Oh nein. Oh nein, willst du mir sagen? Nee, das wird rausgepumpt. Das kann ich gar nicht da landen. Da muss ich jetzt nachher kurz. Wohin geht der Stein? Gut, er sucht immer noch nach einem Ziel. Oh mein Gott, jetzt bin ich in ein Loch gefallen. Er sucht noch nach einem Ziel. Aber es müsste eigentlich funktionieren, rein theoretisch. Warte mal, suche noch Upgrade. Upgrade. Speed Upgrade. Da brauchen wir Gold und Redstone. Sollten wir ja genug haben, alles. Okay, kurz was essen. Ja, hier unten sieht's aus, ich weiß. Wie die Sau. Okay. Golden. Und Redstone. Ich habe natürlich vergessen, was wisst ihr was? Jetzt schaue ich nicht. Nee, ich schaue nicht rein. Ich muss um die letzte Folge kurz hier in die Schmiede schauen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Gold. Das brauchen wir Upgrade. 2 Barren und Nuggets. Super. Ich habe noch 2 Barren. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Gold auf Reserve? Schon geschmolzen. Auf hier ist es nicht. Kann 4 Upgrades bauen, ja. Gut, das sieht man kurz hier rein. War ich jetzt gerade nicht dabei. Eier können wir kurz vernichten, die brauchen wir jetzt auch gar nicht. Und dann brauchen wir vielleicht Fireback auch nicht gerade. So, okay. Und die werde ich mal zerlegen. Einzelteile. Dann mache ich Unmengen Redstone, oder? Blöcke sogar noch. Redstone Blöcke. Ich die auch mit mal. So, wie ordne ich das an? Also. Die Gold Nuggets, die kommen so rein. Die Blöcke da. Okay, haben 8 Speed Upgrades. So. Jetzt ist jemand da unten. Kann gleich außen rum, um zu sehen, ob da schon was passiert ist, auch alleine. Eigentlich müsste es da hochkommen. In die. Ach so, warte mal. Ich weiß nicht so. Ich habe hier ein Schloss. Ich mache einen leeren Slot kurz, so. So. Müsste das eigentlich hier funktionieren? Kann ich hier schon mal einen Stein reintun? Den speichern. So, das müsste eigentlich hochgehen, eigentlich. Eigentlich, aber kann auch sein, dass es zu weit weg ist. Ich gehe mal kurz ein bisschen Speed. So, dann kann er ein bisschen besser schneller sortieren, nämlich. Bis die ganzen Y- und Z-Achsen da
durchgeschaut hat, wohin er mit dem kann. Also ich warte mal kurz hier, um zu schauen. Ja, jetzt ist es weg. Also das funktioniert auf alle Fälle so jetzt. Sehr gut. Also, jetzt wäre das nächste Punkt wäre jetzt natürlich noch, dass ich noch überschüssige Kohle ebenfalls da hoch transferieren könnte. Ich fürchte allerdings, ich muss dafür ein Loch in die Wand nach hinten bauen, damit ich das überhaupt bewerkstelligen kann. So. Okay. Weil. Oh, okay, gibt's eine Spawnzone jetzt. Weil ich muss irgendwie von hinten her nach unten kommen. Da hier alles schon verbaut ist, sehe ich einen ganzen Weg. Gut, ich könnte da hinten durch, könnte ich rein theoretisch. Das ist alles noch verdeckt hier. Das sieht man nicht. Okay, hier bin ich im Energiebereich drin. Oh, verdammt. Kann man das nicht umbauen? Muss das so verbunden sein? Nee, oder? Muss nicht. Müsste nicht. Okay, warte mal, dann machen wir es so. Dann nehme ich kurz die Lidia und baue hier mal kurz eine neue Leitung hin. Da kommt er nicht mehr raus, aber egal. So, dann können wir das hier nämlich abreißen. Das passt nicht mehr. So. Oh. Das ist doof, wenn es ein Loch gibt hier. So, okay. Dann können wir nämlich hier mit den Transferpipes eine neue Verbindung bauen. Gucken mal, das klappt hier so ungefähr. Oh. Ja, das sind nur die Stromreserven so. So, das müsste funktionieren nämlich. So, eine Fackel hin. Okay, wenn ich das dann miteinander verbinde, dann wird automatisch das freigeschaltet. So, habe ich jetzt noch irgendwelche... Okay, ich brauche noch mehr Barrels. Brauche ich jetzt noch. Das heißt, sie müssen rüber. Ja, und ich weiß, ich könnte auch ein Mail-System bauen, aber ich mag die Bells so. Weil ich irgendwie so, na, keine Ahnung, optisch sehe und vor allem nicht an Strom gewohnt bin. So, also Bells, wir brauchen Holz. Dass man die Sachen hier einsammeln, die braucht es jetzt nicht mehr vorerst. Okay, dann haben wir noch eine Enderperle haben wir hier rein. So. Genau. Die Bienen könnte ich einmal hochwerfen eigentlich. Jetzt können wir mal schauen, was die Bienen eigentlich machen hier. Bleibt sie alles hier liegen zurzeit. Machen wir es aber nochmal, wenn das Zeug nie, selber nicht gehen möchte hier irgendwie. Eine Mellowbiene, ja genau. Bam. Danach gibt es im Wald tausende von wilden Hühner. Das ist meine Idee. Aber ich muss hier bald mal die Bienen vergrößern hier das Gehege. Was ist das für eine Biene? Eine Kommandrone? Okay, das ist wahrscheinlich eine Mischung oder sowas ähnliches. Ich muss echt einen Bienenhäuser wieder bauen, unglaublich. Dann kann ich wieder schauen, wie das funktioniert. Oder Bienen. Haben wir halt noch Diamanten? Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Diamanten noch übrig haben. Wir haben keine Diamanten. Wenn, dann vielleicht drüben. Oder 27 haben wir noch.
Ah, da war falsch. Ah, immer das Ding. B. Also ein B-Nizer, den brauche ich Tin. Tin, viermal Tin. Viermal Tin. Viermal Tin, 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 Tin. Rin, Tin, Tin. Okay. Ich habe nur noch einmal Tin. Wie mache ich Tin? Das war doch halt eine Mischung, oder? Nee, das war ein Erz. Ach kacke, wir haben kein Zinn mehr, wie? Oder haben wir nur alles hier in Silber, fürs Metall, Pulver, Lead haben wir normalerweise. Wir haben echt kein Zinn, doch hier haben wir Zinn, sogar Barren, okay. So, 14. Eh schon falsch angeordnet, ich kenne mich doch. Nee, nicht mal. Dann ein Diamanten, glaube ich, wenn ich gesehen habe. Weiß schon nicht mehr, wie es angeordnet war. Ein Diamanten, ein, zwei Redstone und dann haben wir eins, zwei Glas. Das ist falsch. Warum ist es falsch? Tin, 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 Tin. Weil ich die Sachen im Carpenter bauen muss, darum ist es falsch. Okay. Schon wieder? Das Spiel aber echt verarschen, ey. WTF? Schon wieder Blutmond? Ja, das Spiel nämlich echt verkackeiern hier. Squeezer Carpenter. Also hier kann ich die Sachen bauen. So, dann. Zack, zack. Blut, Mond ist rising. Ey, ich glaub's ja nicht, ey. So, und jetzt habe ich das Ding eingebaut und jetzt funktioniert es nicht. Wieso? Ach so. Das habe ich schon falsch gebaut. Redstone. Hab doch alles da, oder? Das ist falsch. Okay, warte mal. Da hätte ich Sachen zuerst hier reinlegen sollen. Oh, was soll das? Hä? Wieso geht das? Ich hab den doch schon mal gebaut. Ist nicht das Glas? Glaspan. Glaspane, jetzt heißt das Glas. Tin, Redstone, Diamant, Redstone. Oh, ich brauche Wasser. Ah, oh, stimmt, ich brauche Wasser dazu. Ich brauche einen Wassertank, einen Tank. Einen portablen Tank. Irgendwie. Die waren auch mal einfacher. Ja, warte mal, jetzt ist natürlich die Thermal. Oder Aqua. Ich glaube, ich brauche einen Akkumulator, nämlich dann kann ich gleich aus dem Wasserstück unendlich Wasser pumpen, sonst habe ich hier wahrscheinlich ewig zu wenig Wasser jetzt. Gibt's nicht so eine
unendliche Quelle, wenn man 4 Wasser in einen Tank tut, so was ähnliches. Ein Tank. Oder Water. Water? Ich dachte, es gibt so einen unendlichen Wassertank. Open Blocks, Heavy Wassertank. Ich dachte, es gibt die Möglichkeit, einen unendlichen Wassertank herzustellen. Okay, ich versuche das auch mal. Ich brauche Obsidian und Glas. Mal wieder. Nicht so, dass ich schon die ganze Zeit das bräuchte. Boah, ich kriege hier Augenkrebs mit der Farm hier. Ja, aber ich sehe schon, die Folge ist schon hier zu Ende. In dem Fall sage ich schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Schaltet das nächste Bild ein, wenn es heißt Minecraft Karma. Bis dann. Tschüss.